Hört auf! Es wird Zeit zu sehen, was denn Margot sich wünscht. In Ordnung, ein Burger. Das ist ganz schön toll. Sind alle bereit für die Challenge? Na dann wollen wir loslegen. Oma beginnt mit dem Brötchen. Ja, getoastete Brötchen schmecken gleich viel besser. Jetzt brauchen wir Hackfleisch. Die Oma macht aus dem Hackfleisch Hackfleischbällchen, legt sie auf die Pfanne und drückt sie mit dem Spatel fertig. Darauf kommt jetzt eine Scheibe leckerer Käse und natürlich eine Tomate, Zwiebel und das Brötchen obendrauf. Hooray! Super! Jetzt ist die Schwester dran. Ganz normale Brötchen passen ihr nicht. Was? Ein Donut? Der sieht ja appetitlich aus. Die Schwester schneidet ihn in zwei Hälften und nimmt sich Schokolade. Das ist ja mega süß. Aber hier kommt noch etwas. Ah, das ist ja saures Gel. Ganz schön gut, aber sauer. Und jetzt noch ein paar Marshmallows. Jetzt noch ein paar Gummibärchen und Beerensirup. Ja, warum nicht? Jetzt kommt noch der Donut obendrauf und fertig sind wir. Wunderschön. Der Oma scheint das ganz schön zu gefallen. Aber Wednesday lässt sich nicht beeindrucken. Wir beginnen wie immer mit den Brötchen, aber natürlich mit schwarzen. Jetzt braten wir die Boulette. Was macht denn Wednesday da mit dem Käse? Oh wow, sieht ja richtig cool aus. Jetzt ein Stück Gurke. Wow, dieser Burger sieht ja so aus, als hätte er einen Mund. Aber hier fehlt noch was. Gut, dass das eiskalte Händchen stets zur Hilfe steht. Ah, wir brauchen ein paar Glotzer. Sieht aus, als ob das hier Wednesday braucht. Ach, Oma, bitte beruhig dich. Die Hand ist ganz harmlos. Absolut. Also, Wednesday hat jetzt diese Augen. Und die kommen jetzt auf den Burger drauf. Schaut euch dieses Monster an. Ganz schön gruselig, aber trotzdem appetitlich. Na, Margot, probier was. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, dieser Burger sieht richtig toll aus. Probieren wir mal. Ganz schön lecker. Und was haben wir jetzt? Sieht ganz schön normal aus. Sind das etwa Zwiebeln? Das werde ich nicht essen. Und was haben wir hier? Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Oh, so viele Süßigkeiten. Also, ich suche mir einen Gewinner aus. Und das ist der Burger von Wednesday. Schmeckt richtig gut. Na, gut gemacht, Wednesday. Will die etwa lächeln? Oh, schaut euch das an. Wednesday lächelt. Und jetzt ist es ihr zu peinlich. Oh, sieht so aus, als würden sich die Schwester und das Händchen gut verstehen. Aber es ist Zeit, für das Händchen nach Hause zu gehen. Und unsere Helden sollten das nächste Gericht kochen. Heiße Schokolade. Die lieben wir doch alle, oder? Ich hoffe, alle sind bereit. Los geht's. Die Oma kocht wieder zuerst. Sie schüttet die Milch in einen Topf, gibt Kakaopulver hinzu. Jetzt alles schön umrühren. Oh ja, eine Tafel Schokolade macht den Geschmack noch intensiver. Oh, das sieht ja schön aus. Oma gießt die heiße Schokolade in ihren Lieblingsbecher. Diese Art von heißer Schokolade wärmt jeden auf. Jetzt ist die Schwester dran. Hey, pass auf, du solltest die Schokolade nicht ganz aufessen. Ja, Oma hat recht. Man muss ein bisschen Zucker hinzufügen. Oh Mann, was hat die denn vor? Schaut euch diese Naschkatze an. Oh, das ist ein bisschen zu viel Zucker für die Oma. Okay, Zeit, Milch hinzuzufügen. Vorsicht! Oh, Schwester, du solltest vorsichtiger sein. Du verschwendest ja die Milch. Jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe. Oh, schaut euch diese Schönheit an. Diese Creme ist so bunt. Und das sieht ganz schön appetitlich aus. Hier kommen noch ein paar Streusel drauf. Das ist ja schön serviert. Also allerhand. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Und ein paar Marshmallows. Oh, und das ist noch nicht alles. Oh, was für süße Figuren. Ich frage mich, ob die auch essbar sind. Und natürlich dürfen wir den Strohhalm nicht vergessen. Na, Wednesday, jetzt bist du dran.
Da brauchst du wohl dein Händchen, oder? Oh, was für ein furchtbarer Becher. Oma, du solltest deine Nerven schonen. Wednesday schüttet Schokolade in den Becher. Hier kommt noch etwas Schlagsahne obendrauf und natürlich Beerensirup. Sieht gut aus. Und ein paar Haribo-Gummibärchen. Oh, schaut euch dieses einzigartige Arrangement an. Die heiße Schokolade ist fertig. Oh, wow, schaut euch das an. Das sieht so schön aus und schmeckt richtig gut. Gefällt mir. Yay! Wow, wow, wow. Und das ist die heiße Schokolade von meiner Oma. Gefällt mir auch. What? Oh, wow, das sieht ja komisch aus. Seltsam, aber ich probiere mal. Auch nicht schlecht. Und wer gewinnt? Meine Schwester. Wir gratulieren dich. Die Runde geht an dich. Na, sieht so aus, als wären unsere Helden bereit für unsere nächste Runde. Was erwartet uns diesmal? Aha, sie wünscht sich ein paar Pommes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Gericht zuzubereiten und zu servieren. Mal sehen, wer was kochen wird. Okay. Natürlich fangen wir mit den Kartoffeln an. Oh, die Schwester scheint die ganz schön seltsam zu schälen. Das scheint der Oma nicht zu gefallen. Aber andererseits, es ist ja ihre Lieblingsenkelin. Jetzt müssen wir die Kartoffeln irgendwie runternehmen. Und die Oma hilft dabei. Die Schwester schneidet die Kartoffeln mit einem speziellen Messer. Schaut euch dieses schöne Relief an. Es wird Zeit, ein bisschen Farbe hinzuzufügen. Wow, was für bunte Farben. Jetzt kommt etwas Öl auf die Pfanne. Und die bunten Kartoffeln kommen obendrauf. Großartig. Mit heißem Öl sollte man ganz schön vorsichtig sein. Vorsicht! Die bunten Pommes sind fertig. Die kommen jetzt auf den Teller. Und wir sind fertig. Come on! Die Oma bevorzugt eine klassische Version des Gerichts. Wow. Und manchmal ist die klassische Version die beste, nicht wahr? Oh ja, Pommes mit Ketchup, dieser vertraute Geschmack aus der Kindheit. Gut gemacht, Oma. Tja, ja, das habe ich toll gemacht. Und womit wird uns Wednesday diesmal überraschen? Die Kartoffeln von Wednesday sind bereit. Na, wie wird sie denn sie servieren? Ah, was ist das denn? Oh nein, Wednesday, du hast die Seite verwechselt. Oma, das solltest du dir nicht anschauen. Du Arme, du hast ja schwache Nerven. Wo waren wir? Ah ja, Pommes. Wednesday färbt die Kartoffeln schwarz. Wow, das sieht ja schön aus. Hier kommt noch etwas Ketchup rein und fertig sind wir. Sieht so aus, als würde die Schwester Wednesdays Gericht zu schätzen wissen. Mal sehen, was Margot dazu sagt. Na, was haben wir hier? Hä? Sind diese Kartoffeln verbrannt? Oh nee, die schmecken gut. Und mit Ketchup. Großartig. Oh, davon will ich gleich alles aufessen. Köstlich. Also, der nächste Kandidat. Sieht appetitlich aus. Ist auch nicht schlecht. Aber so wird's noch besser schmecken. Hm, mach's gut, Pommes. Njam, njam, njam. Voll lecker. Ich glaube, ich bin schon satt, aber diese will ich noch probieren. Oh, die sind so richtig schön bunt. Awesome. Das schmeckt auch richtig toll. Wow! Noch ein letztes Stückchen. Ups. Keine Sorge, mir geht's gut. Also Leute, seid ihr bereit für die nächste Runde? Na, lasst mal sehen. Pfannkuchen. Oh, das ist ja köstlich. Ich hoffe, unsere Helden wissen, wie man dieses wunderbare Gericht zubereitet. Na, los geht's. Oma ist immer die Erste. Sie gießt den Pfannkuchenteig vorsichtig auf die Pfanne. Seht ihr die Kruste? Das heißt, wir können das Ding umdrehen. Ach, dieser Pfannkuchen ist einfach perfekt. Das ist es, was jahrelange Erfahrung bedeutet. Wednesday, was ist los mit dir? Sieht aus, als bräuchtest du hier Hilfe.
Lass mich raten, schwarzer Farbstoff? Natürlich. Das ist ja schließlich Wednesday. Schön umrühren. Oh, ich glaube, die hat Spaß dabei. Na, wie auch immer. Jetzt aber braten. Sieht ja schön aus. Schwarz sieht einfach edel aus. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schreib's mir in den Kommentaren. Und im nächsten Video machen wir vielleicht ein Gericht in deiner Lieblingsfarbe. Und inzwischen scheint die Schwester etwas Interessantes zu machen. Wow, das ist ja kein Pfannkuchen mehr, das ist ein Meisterwerk. Yes! Oh oh, irgendwas an dieser Farbe stimmt nicht. Na los! Au, das war ein Schuss direkt ins Auge. Ich hoffe, der Schwester geht's gut. Hauptsache nicht aufgeben, egal was passiert. Na, machen wir weiter? Oh, schaut euch dieses Einhorn an. Na, das sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh, da ist die Oma aber ganz schön stolz auf ihre Enkelin. Und was hat die Oma da? Oh, das ist ja das gute alte Rezept mit Butter und Ahornsirup. Bei ihrem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, die Pfannkuchen von Wednesday sind auch gebacken. Die sehen ganz schön ungewöhnlich aus. Wednesday gibt ihren Lieblingsbeerensirup hinzu. Schön viel davon. Wow, was ist das denn? Sind das Spinnen? Oh, Oma, beruhig dich. Diese Spinnen sind aus Schokolade. Also, probieren wir mal. Was zum Teufel ist das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. What? Okay, den Pfannkuchen probiere ich. Nicht schlecht. Und was haben wir hier? Oh, sieht ja appetitlich aus. Schmeckt einfach super. Was ist das denn? Ein Einhorn? Ist ja süß und schmeckt köstlich. Juhu! Und diesmal gewinnt meine Schwester mit ihrem Einhorn. Ah, super, super, super. Ich habe gewonnen. Oh, was für ein cooles Ding. Komm schon, beruhig dich. Ich wünsche mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Ach, sogar ich schaffe das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Oh, du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich. Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot. Also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu? Werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma, gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. What's the matter with you? Ach komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Hansel, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Ohnmacht fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts, erstens. Zweitens, Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Oh. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte. Das ist ja richtig lustig. Ach, Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann. Wednesday, das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin?
das ist für Erdbeersirup toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön. Ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail. Der soll lecker sein. Okay. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen. Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird's Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein! Jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht's gut. Ich habe bloß gerade ins Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne. Und noch ein paar Bonbons. Und noch mehr Bonbons. Das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine. Deshalb mache ich ihr einen Gemüseshake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich. Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeersirup beginnen. Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein Glotzer. Unheimlich vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oh. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Ja, yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches, als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eiskaltes Händchen, hilf mir mal. Sei so lieb, sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fange ich mit Mehl an. Atschi. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma, wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh mein. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus. Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben. Und in Spaghettiform ausschneiden. Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf.
Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein, jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Wednesday, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Oh, das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghettis noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Hähnchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup als Blut benutzen? Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Wednesday, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich doch gewusst. Oh mein. Oh wow, was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Schwesterchen, du bist die allerbeste. Oh, Wednesday, ich hab ja ganz vergessen. Ich habe extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Ganz einfach. Oh, Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht es natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Ich mache meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Finde ich gar nicht cool. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen. Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz. Was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh, die Oma hat mir einen Cäsarsalat gemacht. Genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven? Ich kann die nicht ausstehen. Geht. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, habe ich doch gewusst. Aua, das hat wehgetan. Ich wünsche mir einen Donut. Ah, das ist doch kein Problem. Natürlich doch, mein Liebes. Das ist nicht schwer. Hey, Oma, du hast ja schon den Teig fertig. Mein Teig ist auch bereits bereit. Ich habe nämlich jahrelang geübt. Jetzt muss ich die richtigen Formen ausstanzen und das Öl in die Pfanne geben. So werden meine Donuts richtig schön knusprig. Ich frage mich, ob ich das auch schaffen kann. Also, ich brauche einfach nur den Teig und die Form, oder? 1, 2, 3. Oh, Schatz, sei doch bitte vorsichtig. Aha, jetzt brauche ich also ein bisschen Öl, was? Ah, je mehr, desto besser. Das wird auf jeden Fall der Hammer. Es kann losgehen. Oh nein, was ist los? Wieso spritzt das denn? Oh, die Küche ist kein Ort für Kinder. Ich bin fast 12. Ich bin kein Kind mehr. Hier, nimm das. Oh, blöde Donuts. Ich muss den Herd ausschalten. Gerade noch mal so gut gegangen. Oh Mist, wie sehen denn jetzt meine Donuts aus? Die werde ich wohl wegwerfen müssen. Oh, mein Kleines, du hast mich erschrocken. Ich weiß ja nicht, meine Donuts sind bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch aufschneiden und da ein bisschen Sirup reingeben. Und der Zuckerguss darf natürlich nicht fehlen. Und natürlich ein paar Streusel. Fertig sind wir. Oh, gar nicht schlecht, aber die Oma ist auch schon bereit. Jetzt nehmen wir die Donuts raus aus der Pfanne. Und obendrauf kommt ein bisschen Puderzucker. Awesome. Hä, und was soll ich tun? Ich habe doch gar keine Lebensmittel mehr. Außer diesem Käse her. Ah, ich glaube, ich habe eine geniale Idee. Ha, dieser Käse ist genauso zähflüssig wie ein Teig. Ich kann einfach einen Käsedonut machen.
Und da kommen noch ein paar Chipskrümel mit hinein. Oh, was ist denn hier los? Ein Erdbeben? Oh nein, das ist deine Enkelin. Immer mit der Ruhe. Ich bin ja auch schon fast fertig. Das hier werden meine Streusel. Ah, sieht doch toll aus, oder? Aber hier fehlt noch was. Ah, ich weiß. Ich muss meinen Donut einfach ein bisschen anbraten. Direkt auf dem Herd. Oh, das macht richtig viel Spaß. Ach, mein Kind, wir sind fertig. Was könnte besser sein als Donuts von der Oma? Oder vielleicht die von der Chefköchin? Oder vielleicht die von Jane? Oh, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wow, ich liebe diese rosa Donuts. Mm, die schmecken gut. Und die hier sehen ganz normal aus. Schmecken auch ganz normal. Ich bin nicht beeindruckt. Wow, was für ein interessanter Donut. Den probiere ich mal. Wow, das ist ja Käse. Und der schmilzt ja so richtig im Mund. Köstlich. Oh, was soll ich bloß wählen? Okay, ich habe mich entschieden. Diese Erdbeerdonuts gewinnen. Tja, die Chefköchin Emma gewinnt. Und jetzt habe ich Lust auf einen Salat. Was denn für ein Salat? Ein Cäsarsalat, das ist der berühmteste Salat. Ich weiß, wie man den macht. Ich muss einfach die Tomate schneiden. Oh, mein Kleines, was tust du denn da? So geht das nicht, man muss vorsichtiger sein. Schau mal, ich zeig dir, wie das geht. Ein paar Salatblätter, ein paar Tomaten, jetzt kommt noch eine Hühnerbrust mit hinein. Wunderbar. Ich würde nicht sagen, dass das so einfach ist. Ich zeige euch, wie man eine schöne Portion Salat macht. Dafür gebe ich einen ganzen Haufen Grünzeug in den Mixer und gebe das Wasser hinzu. Das ist ja so ein grüner Brei. Das ist kein Brei, das ist Haute Cuisine. Jetzt muss ich die entstandene Mischung etwas abkühlen. Und schon habe ich ein Gelee erhalten. Ach du meine Güte. Ja, darf ich mal? Jetzt können wir hier ein bisschen Gemüse mit hineingeben. Und das Brustfilet darf nicht fehlen. Und das ist noch nicht alles. Ein bisschen Öl. Oh nein, was ist denn hier los? Ich muss zu meinem Salat noch ein bisschen Käse hinzugeben, stimmt's, Jane? Ja, Oma. Und was soll ich machen? Ah, ich schneide einfach ein bisschen Gemüse. Du machst das ja schon wieder. Oh Mann, das sieht ja schrecklich aus. Wie ein Berg von Essensresten. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ich benutze einfach Kaugummi. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Aber nicht nur Kaugummi, sondern auch noch ein paar Glotzer und ein paar Gummibärchen und ein paar Marshmallows. Wir sind fertig. Was für wunderbare und köstliche Gerichte unsere Teilnehmer kreiert haben. Aber was wird Gloria wohl mehr mögen? Das werden wir gleich herausfinden. Hm, womit soll ich anfangen? Was für ein komisches grünes Gelee-Ding. Sieht ja witzig aus. Nee, das ist voll ekelhaft. Gefällt mir nicht. Hm, und dieser Salat sieht ziemlich gewöhnlich aus. Ganz einfacher Salat, einfacher Geschmack. Wow, das ist ja cool. Das ist ja ein Gummibärchensalat. Oh, was für eine köstliche Kombination. Das mag ich viel mehr. Das hier ist auf jeden Fall der Gewinner. Yeah, habe ich's doch gewusst. Gloria, wir warten. Diesmal wünsche ich mir ein Spiegelei. Oh, das ist doch ganz einfach. Das schaffe ich. Okay. Das schaffe sogar ich. Zuerst kommt etwas Öl in die Bratpfanne. Gib mir mal auch etwas von dem Öl. Wieso kommt da so wenig? Ich muss die Flasche fester schütteln. Oh nein, ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Jane, ach Menno. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an die Eier. Die werden aufgeschlagen. Ah, das kann ich auch. Oh Mann, das ist ja voll schlampig geworden. Oh, so macht man doch keine Eier. Ich zeige euch, wie das geht. Zuerst erhitze ich etwas Sahne. Jetzt gebe ich etwas Orangenschalen mit hinein. Und eine geheime Zutat. So mache ich ein ganz besonderes Gericht wie aus den besten Restaurants. Jetzt schneide ich Pfirsiche und füge diese spezielle molekulare Kochsubstanz hinzu. Es ist an der Zeit, kulinarisch zu zaubern. Und jetzt braten wir ein paar Molekulareier. Wow,
genau. Sowas habe ich mal auf YouTube gesehen. Oh, Jane, was machst du denn da? Aha, meine Eier. Alles steht in Flammen. Oh, was für ein Albtraum. Ich werde definitiv verlieren. Na, mal sehen. Gloria wird auf jeden Fall nicht hungrig bleiben. Aber welches Gericht wird sie auswählen, das werden wir gleich herausfinden. Ist es die Großmutter, die Superköchin oder vielleicht einfach nur die Schwester? Womit soll ich anfangen? Ich probiere das hier. Oh, gar nicht schlecht. Und was ist das? Das werde ich nicht probieren. Was für ein ungewöhnliches Ei. Wow, das schmeckt ja süß. Ich liebe es einfach. Ich wähle dieses Gericht aus. Ja, ich wusste es.